Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Clash Royale. Und wir sind hier bei den Turnieren. Und zwar das erste Turnier, was wir spielen. Ich habe mich hier schon mal ein bisschen durchgelesen. Und es ist alles richtig cool. Deswegen, wir werden jetzt das erste Turnier spielen. Wir spielen mit unserem Riesenskelett-Deck, was ich im zweiten Part von gezeigt habe. Falls ihr es verpasst habt, guckt es euch nochmal an. War sehr, sehr interessant. Und ja. Machen wir doch mal epische Herausforderung. Wir kämpfen gegen MK0098. Er ist Level 9, da müssen wir jetzt den 8 nehmen. Bei 3 Siegen sind wir raus, das wollen wir natürlich nicht sein. Wir möchten natürlich den bestmöglichsten Preis bekommen. Magic. Ich mag den Magier, der ist richtig cool. Fireball. Ah, da hat er nur mit dem Inferno-Turm meine beiden Leute gekillt. Das ist natürlich unpraktisch. Ich warte, bis der Drache meinen Turm angreift, damit meine Leute so da durchkommen. Hat sogar eine legendäre. Legendäre Rita. Nehmen wir mal die Hexe mit einem Feuerball. Feuerball des Grauens. Boah, sind die stark, ey. Voll die starken Barbaren. Voll die starken. Ja, der Inferno-Turm ist gar nicht so schlecht als Abwehr. Für so, gerade für sowas. Er ist nämlich schon wieder. Wieder hat er mit nur mit dem eigentlich nur mit dem Inferno-Turm beide gekillt. Und jetzt hat er wieder die Skelette. Ja, er hat eigentlich voll die gute Verteidigung gegen meine Taktik. Nimm mal lieber den Feuerball dafür. Skelette, die kommen nicht weit. Schon wieder ein Inferno-Turm. Ich rieche es. Ja, ich wusste es. Ach, dieser blöde Inferno-Turm schon wieder. Na gut. Sieht nicht so gut aus für uns. Außerdem ist unser Haupt aus dem Arsch. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Oder Hauptturm. Naja, geil, wir haben auch in sich bekommen. Wir sollten. Ich glaube, ich nehme doch mal mein Funky-Deck. Ja, nimm mal mein Funky-Deck. Kurz switchen. Und weiter geht's. Hier habe ich so eine ähnliche Taktik. Wir haben dafür aber den Prinzen auch noch im Petto. Der ja auch Flächenschaden macht. Das heißt, der ist ein guter Ersatz für den Magier. Funky noch dabei. Passt das. Wie blöd das. Ja, jetzt Funky mit dem Feuerball erwischt hat, aber was will man machen? Fireball. Oh, schieß endlich Funky. Scheiße. Meine Kanonierin kommt durch. Ach ja. Aber meine Kanonierin ist leider noch nicht so hoch gelevelt. Das wäre schon viel besser.
überlege gerade, wie ich spiele, ob ich jetzt Funky spielen soll oder. Ich bin auf jeden Fall Magier und Skelett Armee. Funky spielen wir jetzt erstmal noch nicht. Erstmal noch kurz Contenance behalten und warten. Also wieder unser Riesenskelett. Das war mit Funky. Und mal im dunklen Prinzen. Wenn jetzt noch den Magier dabei kriegen würde, wäre es epic. Also ja schon. Musketieren auch noch dabei und alle sterben sie. Yes! Da ist er wieder. Skelett. Und Funky. Jawohl, mein Skelett ist nah genug dran. Das heißt, die Bombe explodiert richtig da. Ja! Sieg! Gegen eine Karte um 50 Pfennig. Ich gehe mir für eine Karte. Ach so, wird einfach nur darauf geballert. Cool. Ich bin gegen irgendeinen Chinesen. Was weiß ich wieder. Ich kann es nicht aussprechen, keine Ahnung. Auf jeden Fall das Yin und Yang Zeichen da drin. Und ein Eismagier hat er schon. Das ist schon wieder kacke. Der Eismagier ist echt fies. Und oh nein, Entfernung Turm, ich hasse die Dinger. Irgendwie mag ich sie nicht. Ich glaube, er mag Funky nicht. Los, dunkler Prinz. Ach, Skelett immer wieder blöd. Der Drache ist voll schwach, aber trotzdem, Skelett mir war nicht sehr gut. Nicht sehr gut gespielt. Eismagier gegen Feuermagier, ja, super. Man müsste ja Feuer gewinnen. Bestimmt wir seinen Inferno-Turm spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er den spielen wird. Ja. Okay, da wurde auf jeden Fall schon mal einiges mitgenommen. Scheiße. Dieses Klett mal als Verteidigung. Immer dieser blöde Inferno-Turm, ey. Wie kann der nur so scheiße sein? Los, greift ihn an. Kronen-KO. Los, Magier, schnell.
Scheiße. Boah, Glück gehabt. Wo war er? Ach, scheiße, Funky war nicht das Beste. War nicht die beste Wahl. Ah, Mist. Ah, verdammt. Der blöde Inferno-Turm, ey. Gegen den habe ich echt noch keine. Moment mal kurz. Hier nicht auch. Nee, dann wird mein Elixierverbrauch zu hoch. Was macht der Inferno-Turm? Greift, glaube ich, nur auf der, in der Luft an, ne? Luft und Boden. Okay, dann nehmen wir den da rein für Kanonierin. Den bastel ich mir jetzt auch dahin. Epic Challenge. Fire. Ah, schon wieder der Inferno-Turm. Den werden wir jetzt auch bauen, egal was er macht. Mal Funky. Wenn er nicht spielen will. Oh, ich kacke zu weit hoch. Das ist schon wieder so ein interner Turm. Das Mal hält aber nicht lange. Wegen meinem Funky. Wir dürfen nicht mehr verlieren, ey, sonst sind wir kaputt. Ausgeschieden. Ich finde die Musik vom Dunklen Prinz cool. Yes! Ein 3:0. Das war sehr überzeugend. Er hatte zwar ein Inferno-Turm, aber der hat ihm nichts gebracht. Okay, und wir stellen hier unser Inferno-Turm jetzt hin. Den Ballon lassen wir jetzt einfach mal angreifen. Ich weiß es, ich weiß. Ach, kack, mein Haus steht sogar dadurch. Fuck. Das war richtig scheiße. Dann greift auch nicht erst in die Feuergeister an. Wie kacke ist das denn? Aber seine hat auch nur noch 514. Ich werde mal versuchen abzulenken. Funky. Eigentlich meinen Prinzen darüber schicken. Magic. Scheiße. Ah, meine Skelette machen das, jawohl. Dankeschön. Das Skelette bügelt meinen Fehler wieder aus. Magic. Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich den.
Hä, wie sind die denn gestorben? Ach, Funky hat drauf geballert, ne? Mit Sicherheit. Los, Magier! Scheiße, muss auf den Dingsbums gehen, auf den Drachen. Ja! Yes! Geil! Wir sind weitergekommen! Wir kriegen eine epische Karte. Einmalige Belohnung. Ah, wir kriegen Prinzen. Cool. Benutze ich zwar nicht, aber cool. Oh, gegen SpongeBob. Oh, scheiße, jetzt wird's ernst. Wenn man gegen SpongeBob spielt, wird's ernst. Erstmal das Riesenskelett. Was macht der denn da mit mir? Ich weiß nicht, was er davor hatte, aber die bringt tut sie mir jetzt nicht so viel. Los, Funky, schieß. Nein, nein. Ich glaube, er möchte mich mit seinen Rollen kaputt machen. Los, Feuergeister. Geht mal nach vorne. Oh, wie schlecht. Oh Mann, ey. Magic. Ja. Das ist gut. Ja, mit seinen blöden Rollen immer. So, Inferno-Turm. Irgendwie ist er richtig geil, der Inferno-Turm. Ich habe das irgendwie noch nicht so realisiert gehabt vorher, aber der ist richtig cool. Ist auch so ein Magic Heini. Los, Angriff mit voller Power. Yes. Geil. Los, zerstört ihn. Macht ihn nieder, immer wieder. Yes. Woo, woo, woo. Vier Siege. Das dürfen wir nicht mehr verlieren. Das ist ein bisschen kritisch. Egal. Ich bin gegen Chinese. Keine Ahnung, wie er heißt. Ich bin gegen Chinesen. Das ist das Einzige, was man wissen muss. Ach, er hat auch so ein Viech. Du Scheiße. Ich bin jetzt am besten Feuergeister. Danach unseren Inferno-Turm. Knall war unnötig schon wieder.
Er hat auf jeden Fall eine ähnliche Taktik wie ich. Also ein Zeppelin. Ich habe jetzt leider keinen. Ja, er kommt leider durch. Ach ja. Die Bahnen sind auch stark. Ja, du bist ja jeder meiner Gegner. Das ist gut hier an Clash Royale. Man kann sich viel von den Gegnern abgucken. Oh, diese Runde wird eng. Diese Runde wird sehr eng. Scheiße. Knalle so schwach irgendwie. Ich weiß, dass er ja für Funky ist, aber der ist irgendwie so schwach. Macht so wenig Damage. Ich weiß, es hatte nur zwei Elixier, aber trotzdem. Hat er genauso gekontert wie eben. Knall, der kratzt sie zwar an, aber er killt die nicht, er muss sie killen. Scheiße. Ich weiß, ich darf nicht verteidigen, aber. Scheiße. Nein! Ja, wegen Knall und so muss ich mir noch was einfallen lassen. Hat leider nicht gereicht. 4 Siege und 3 Niederlagen. Schade. Wir kriegen jetzt eine epische Truhe. Königsriese freigeschaltet. Ich glaube, der ist gut. Und 9 Feuergeister. Teilnahmegebühr 10. Juwelen. Guck mal kurz den epischen Riesen an. Verbessern wir direkt. Gibt Erfahrungspunkte. Deswegen bin ich auch Level 8 geworden, weil ich alle verbessert habe. Ziele Gebäude. Leidenschaft ist in seinem blonden Zottelbart aus. Okay. Ja, okay, ich glaube, er ist nicht so. Nicht so stark. Wir werden ihn auf jeden Fall mal austesten. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. War ein sehr cooles Turnier. Und beim nächsten Mal werden wir, denke ich mal, mehr reißen. Hoffe ich zumindest. Werden wir, denke ich mal, die klassische Herausforderung spielen. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.